Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Ebert Bauer, für die freundliche Einführung und für die freundliche Einladung hier im IGPP, meine Punkte vorzustellen und hier einen schönen Vortrag zu halten. Also, mein Vortrag heißt ja 50 Jahre Suche nach dem Heiligen Gral. Und da möchte ich ja zunächst mal etwas zu diesem Thema Heiliger Gral sagen. Ich will nicht mehr darüber sprechen, aber ich habe das bei Wikipedia gefunden und irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, das passt so ein bisschen auf die Situation der Parapsychologie, denn da heißt es, alle Überlieferungen beschreiben den Gral als ein wundertätiges Gefäß in Form einer Schale, eines Kelches oder eines Steines. Zusammen mit der blutenden Lanze wird er in einer unzugänglichen Burg von Gralskönig und Gralsrittern bewacht. Er soll Glückseligkeit, ewige Jugend und Speisen in unendlicher Fülle bieten. Dieses wundertätige und heilige Gefäß, das ewige Lebenskraft spendet, ist umgeben von einer Gemeinschaft, die unter einem Mangel leidet. Dieser drückt sich in verschiedenen Bildern aus, dem Siechtum des Königs, der Unfruchtbarkeit des Reiches, der Sterilität der Gralsgemeinschaft. Daher wartet die Gralsgemeinschaft auf einen Helden, der den Gralskönig erlösen und ablösen kann. Also vor allem Letzteres, die Gralsgemeinschaft, das sind ja vielleicht doch ein bisschen die Parapsychologen, die eben sozusagen darunter leiden, dass sie doch so ein bisschen nicht vorankommen und irgendwie eine gewisse Sterilität sich ausbreitet, die bis hinein in die Mainstream-Psychologie reicht und Replikationsproblem genannt wird. Und da wartet man nun natürlich darauf, dass irgendwie eine Erlösung kommt. Und die Frage ist halt, wann das geschehen wird und ob wir das jeweils erreichen. Nun, soweit zum Gral und nun aber zu meiner 50-jährigen Suche danach. Also das hat ja schon 1966 angefangen und mir wird ja immer nachgesagt, ich würde behaupten, man könne die Quantenphysik als Theorie für die Parapsychologie verwenden. Da muss ich gleich mal sagen, das wird mir immer in die Schuhe geschoben, aber das habe ich nie behauptet und schon 1966 in meiner Abschlussrede am Gymnasium darauf hingewiesen, dass die parapsychologischen Dinge, die da untersucht werden, eigentlich nicht mit der Physik gleichgesetzt werden können. Das war sozusagen mein erster Ansatz dazu. Und dann, jetzt wirklich vor 50 Jahren, habe ich mein erstes Paper in unserer Roten Zeitschrift publiziert. Dieses Paper, das wurde 1972 eingereicht und ging auf eine Tagung zurück, die in Freiburg an der Katholischen Akademie zur Problematik der Parapsychologie stattgefunden hat. Und da hat Professor Büchel, dessen Buch ich schon vorher gelesen hatte, auch gesprochen. Und das hat mich so animiert, dass ich eben dann diesen Artikel geschrieben habe. Und der nimmt eigentlich vieles voraus, was dann später kam. Ich hatte durchaus damals schon den Eindruck, dass man mit Hilfe der Struktur der Quantenphysik, also nicht mit der Quantenphysik selbst, vielleicht etwas in der Parapsychologie bewegen kann. Und ich habe aber darauf hingewiesen, dass die Physik in dieser naiven Weise nicht in der Parapsychologie anwendbar ist. Also insofern begann damals das Programm. Und die Frage ist natürlich jetzt, was kann man heute nach 50 Jahren dazu sagen? Nun, da geht es natürlich in erster Linie für mich als Physiker um die Frage, gibt es denn Psychokinese und wie kann man sie wissenschaftlich untersuchen? Und da möchte ich einfach auf den Pionier hinweisen, der das nicht als allererster, aber auf eine statistische Art und Weise versucht hat. Das war nämlich Joseph Bank Ryan. Und hier ist er abgebildet, wie er an einer solchen Würfelmaschine steht, wo eine Versuchsperson versuchen soll, eine bestimmte Würfelzahl, die vorher gegeben wird, häufiger zu würfeln, als es dem Zufall entspricht, und zwar natürlich nicht durch Eingreifen von Händen, sondern eben durch so eine automatisierte Maschine. Das wurde natürlich
dann später verfeinert. Aber die Idee dahinter ist natürlich genau die Vorstellung, dass eine Person irgendwie durch Beobachtung oder durch irgendetwas, was ich jetzt hier durch diesen kreisenden Button ankündige, auf diese Maschine Einfluss nimmt und hinterher gewissermaßen als Ergebnis dieser Instruktion oder Attribution ein Einfluss auf die Maschine passiert, den man als Psychokinese bezeichnet. Also wichtig ist hier, dass es einen kausalen Einfluss gibt. Das ist das sogenannte Reinsche Paradigma. Und die Frage ist natürlich, ob das vielleicht zu einfach ist oder ob das überhaupt stimmt. Nun, wenn man sich die ersten, sagen wir mal, dann doch sehr professionell gemachten Experimente anschaut, die auch von den Kritikern nicht mehr einfach so vom Tisch gewischt werden konnten, weil man gesagt hat, die Würfel sind nicht zuverlässig oder so. Das waren die sogenannten Schmidt-Maschinen. Helmut Schmidt, mittlerweile ja leider verstorben, hat die Idee gehabt, einen quantenmechanischen Prozess zu verwenden, von dem man eben weiß, dass man ihn eigentlich nicht beeinflussen kann, also eine unmögliche Aufgabe, und hat nun diese Prozesse dargestellt auf einem Display, zum Beispiel einer grünen und einer roten Lampe. Und die Versuchsperson hatte die Aufgabe, die grüne Lampe durch reine Beobachtung häufiger aufleuchten zu lassen als die rote. Und seine ersten Ergebnisse, die wurden 71 im New Scientist publiziert. Und da sieht man zwei Versuchspersonen. Die eine, die glaubte, dass sie das auch könne, die Versuchsperson KG, die dann von eine kumulative Abweichung zeigt vom Mittelwert, der bei Null liegt. Und einem anderen Versuchsperson, übrigens ein Theologiestudent, der glaubte nicht, dass das geht. Und der ist sozusagen nach der Interpretation von Helmut Schmidt übers Ziel hinausgeschossen und hat eben dann eine negative Abweichung bekommen. Beides natürlich statistisch hochsignifikant. Und nun ist eben die Frage, die hier auftaucht, ist es jetzt ein Einfluss, der den Zufallsgenerator in eine Richtung treibt? Oder handelt es sich dabei lediglich um eine Korrelation? Und deswegen muss man natürlich diesen Begriff Signal, Korrelation erstmal genauer definieren. Und das sieht man hier. Tatsächlich ist der Signalbegriff oder der Kausalitätsbegriff wesentlich komplexer als der reine Korrelationsbegriff. Das sieht man daran, an dem oberen Teil des Bildes sieht man, dass man hier zum Beispiel einen Sender hat, der irgendwas an einen Empfänger schickt. Also normalerweise ist das Alice an Bob und da kommt dann irgendwas an, was meistens voraus ist. Aber der entscheidende Punkt ist, dass bei einem Signal oder einem kausalen Einfluss die ursprüngliche Folge, die ursprüngliche Zeichenfolge wieder rekonstruiert werden kann. Das heißt, es, wie man sieht, ist ein relativ komplexer Vorgang. Der ist bei einer Korrelation nicht vorhanden, sondern da geht es lediglich darum, dass man ein Muster hat und dieses mit einem anderen Muster vergleicht und dann zum Beispiel feststellt, dass es eine gewisse Übereinstimmung gibt. Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, dass ein Signal immer außerhalb der Zufallsverteilung liegen muss. Das sieht man hier so symbolisch dargestellt. Weil, damit man eben diese Rekonstruktion vornehmen kann. Es gibt natürlich Verfahren, mit denen man so ein Signal aus dem Rauschen herausfiltern kann. Das ist bei einer reinen Korrelation nicht unbedingt notwendig. Da kann das Signal durchaus im Rauschen liegen, aber es muss eben noch sozusagen als Korrelation erkannt werden. Also man sieht, dass der Korrelationsbegriff natürlich viel allgemeiner ist. Jedes Signal erzeugt eine Korrelation, aber nicht jede Korrelation beinhaltet ein Signal. Nun, das wird nun etwas genauer thematisiert in der ja allgemein mittlerweile bekannten verallgemeinerten Quantentheorie, die das nun darstellt. Und da sieht man, dass es eben Systeme gibt, bei denen die Observablen, also die Messgrößen, die man messen kann,
die Eigenschaft haben, dass das Ergebnis der Messung, wenn ich zwei Messungen von zwei Observablen hintereinander ausführe, von der Reihenfolge abhängt. Und solche Observablen nennt man komplementär und sie erzeugen Verschränkungen. Und Verschränkung bedeutet, dass es Musterübereinstimmungen gibt in dem System, die unabhängig von Raum und Zeit sind, in einem Rahmen, jedenfalls in einem gewissen Rahmen, und die man auch messen kann. Das ist eigentlich die wesentliche Aussage. Und in dieser Theorie kommt eigentlich gar keine Physik mehr direkt vor. Die Idee ist, dass man diese verallgemeinerte Quantentheorie auf alle möglichen Systeme anwendet, in denen eben Observablen vorkommen, die man wirklich messen kann und wo man feststellen kann, ob das Ergebnis von der Reihenfolge der Messung abhängt. Nun, das ist nun ein ganz anderes Paradigma, nämlich, dass hier auch eine Person einen Zufallsgenerator oder eine Maschine, so wie bei Helmut Schmidt, beobachtet. Und jetzt gibt es natürlich auch wieder eine Instruktion. Also die Versuchsperson muss irgendwie mit dieser Maschine verbunden werden durch eine Instruktion, aber eben nicht physikalisch. Und dann entsteht etwas, was in dem Modell der pragmatischen Information als organisatorische Geschlossenheit verwendet wird, ein Begriff von Varela. Und was dann aber dabei herauskommt, ist lediglich eine Übereinstimmung zwischen den psychologischen Variablen, die die Versuchsperson beschreibt, und dem Ergebnis dieses Zufallsprozesses, der aber gar nicht als Signal enthalten muss, also keine statistischen Anomalien, sondern eben durchaus im Rauschen synchronistische Ereignisse, so wie das C.G. Jung dargestellt hat oder benannt hat, erzeugt, die dann nur durch Korrelation festgestellt werden können. So, und die Idee ist, dass man diese Korrelationen von den klassischen Korrelationen, also von einem Signalkorrelation, durchaus unterscheiden kann durch das Bell'sche Theorem. Und da stellt sich eben heraus, dass solche Verschränkungskorrelationen durchaus stärker sind als die kausalen Korrelationen. Und das ist jetzt die Frage, wie wir das in einem Modell darstellen können. Und dazu habe ich das Modell der pragmatischen Information entwickelt. Sehr erstaunlich, dass die Hellsichtigkeit von Wolfgang Pauli und Carl Gustav Jung, dass die schon erkannt haben, dass es hier kein kausaler Prozess ist. Ja, da gibt es auch einige Papers dazu. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Jetzt muss ich ein bisschen erklären. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, dass eben hier eine Korrelation zwischen der Beschreibung des Beobachters oder der Versuchsperson und dem Resultat eben nur ein korrelativer Zusammenhang besteht, der manchmal so aussieht, als sei es ein Signal. Und das wollte ich genau untersuchen. Wie gesagt, das ist ein anderes Paradigma und zwar ein sehr viel schwächeres. Das muss man mal wissen. Aber auf der anderen Seite ist es auch was sehr Spezielles. Und das ist natürlich für einen Physiker bekannt, aber der Allgemeinheit vielleicht nicht so. Was dahinter steckt, ist, dass es tatsächlich einen ontologischen, ich sage das mal, Unterschied gibt zwischen einem kausalen Signalprozess und einer solchen Korrelation. In der Physik nennt man die Verschränkungskorrelation. Und ich bin so kühn und einfach immer von einem Verschränkungsmodell zu sprechen, da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber das kann man unterscheiden. Und zwar wird es gemacht dadurch, dass Bell in den 60er Jahren ein Theorem entwickelt hat, wo man unterscheiden kann, ob ein Zusammenhang, den man misst, auf eine kausale Ursache zurückgeht oder nur eine Verschränkung darstellt. Aber das Drollige ist, Verschränkungen sind eigentlich stärkere Korrelationen. So, und das kann man hier sehen. Und der springende Punkt ist, also das ist dieses berühmte Einstein-Rosen-Podolsky-Experiment. Man hat ein System, was zusammengehört, also zum Beispiel zwei Atome, die einen unterschiedlichen Spin haben, die dann auseinanderfliegen und dann kann man beiden Seiten den Spin messen. Und klassisch gesehen sieht es so aus, dass in dem Moment, wo die auseinanderfliegen, sozusagen der Spin festliegt und dann kriege ich eben eine Korrelationsfunktion, wenn ich jetzt diese Detektoren drehe,
die vom Winkel abhängt und dann kriege ich diese rote Kurve. Das ist der klassische Zusammenhang. Wenn es sich aber um Verschränkung handelt, dann sieht die Kurve so aus, hier, die blaue. So, und das, woher kommt das? Also das ist natürlich mathematisch, kommt es so raus bei der Quantenmechanik. Das auszudrücken, das ist mehr so ein Bild, was man sich macht, dass man sagt, naja, erst im Moment der Messung wird festgelegt, wie die Spins zusammenhängen. Ja, erst im Moment, wo ich jetzt hier zum Beispiel bei A eine Messung mache, wird festgelegt, wie der Spin bei B aussieht. Und das System ist jetzt so, dass die immer gegeneinander stehen, also eine hundertprozentige Korrelation zeigen. Aber erst im Moment der Messung. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was ist davor? Da ist das System unbestimmt. Da hat es gar keinen Spin, genau genommen. So, und das ist natürlich etwas ganz Erstaunliches, weil das bedeutet, da gibt es einen Zusammenhang, der nicht direkt von räumlichen und zeitlichen Distanzen abhängt. Und das ist der Unterschied zwischen Verschränkung und einem kausalen Zusammenhang. Also Verschränkung ist etwas weniger auf der einen Seite, nämlich nur ein statistischer Zusammenhang, den ich nur sehe, wenn ich die beiden miteinander vergleiche. Also ich muss, wenn ich die Verteilung hier, die Spinverteilung hier und hier anschaue und ich schaue die nur alleine an, ist die vollkommen gleich verteilt, da sehe ich gar nichts. Ich sehe nichts Besonderes. Und auf der anderen Seite auch, aber wenn ich sie miteinander vergleiche, dann sehe ich, aha, hier gibt es sogar eine hundertprozentige Korrelation. Und das Wichtige ist, dass man das hier in der Physik den Winkel drehen kann und dann stellt sich eben halt heraus, dass diese Korrelation zwischen 0 und 1 nicht dieser Gerade folgt, sondern eben etwas stärker ist. So. So weit, so gut. Und das ist genau, was mit Verschränkung gemeint ist. Also, ja, Albert Einstein hat es Ghostly Interaction genannt. Das ist in die Literatur eingegangen. So, und das ist natürlich jetzt hier, wenn wir es mit, Moment, ja, wenn wir es jetzt mit der Parapsychologie zu tun haben, ja, intuitiv gleich mal ein gutes Modell. Warum? Weil hier ein Prozess beschrieben wird, der offensichtlich existiert, aber sozusagen nicht direkt von räumlichen und zeitlichen Abständen abhängt. Und das ist ja, was in der Parapsychologie behauptet wird. Also Telepathie geht über um den halben Erdkreis oder in die Zukunft, dann nennt man es Präkognition, oder in die Vergangenheit, dann geht es Rekognition. Und das Modell, was ich da entwickelt habe im Laufe der Zeit, natürlich nicht alleine, heißt Modell der pragmatischen Informationen und erläutert die Frage, ja, wovon hängt es denn dann ab, dass hier ein Zusammenhang existiert, also eine Verschränkungskorrelation. Und es wird hier erklärt in drei Sätzen. Der erste Satz lautet, die parapsychologischen Phänomene oder Psi-Phänomene auch genannt, sind nach diesem Modell psychophysikalische Korrelationen oder zwar Verschränkungskorrelationen in psychophysikalischen Systemen, die erzeugt werden durch die pragmatische Information, die das System selbst erzeugt. Jetzt kommt da ein neuer Begriff rein, der stammt von Ernst Ulrich von Weizsäcker. Was der meint ist, das gibt eine lange Diskussion, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, was eigentlich Information ist. Und die Signalinformation, das sind die Bits und Bytes, die Sie von Ihrem Computer kennen. Aber die geben ja nicht die Bedeutung wieder, sondern die geben nur die Kanalkapazität wieder, wie viel Platz Sie auf Ihrer Platte haben. Aber ob das, was auf Ihrer Platte draufsteht, sinnvoll ist oder eben nur eine Folge von Zeichen, das kann der Computer nicht feststellen. Und deswegen hat unter anderem Hans-Ulrich von Weizsäcker den Vorschlag gemacht, das dadurch zu messen, welche Wirkung eine Bedeutung, die er dann als pragmatische Information bezeichnet hat, auf ein System hat. So, und jetzt wird hier behauptet, die Wirkung, die bei diesem Entanglement Correlation, also bei dieser Verschränkungskorrelation bei dem Psi-Phänomen erzeugt wird, wird durch die pragmatische Information, sprich die Bedeutung, die in dem System vorhanden ist oder erzeugt wird, erzeugt. Das heißt, wir können das gleich überprüfen. Bei den spontanen paranormalen
Phänomen ist es tatsächlich, dass die Ereignisse, die da passieren, ich denke jetzt wieder an Synchronizität bei C.G. Jung, da steht es ja explizit drin, das sind keine Signale, sondern das sind bedeutungsvolle Ereignisse, die im Kontext des Gesamtsystems eine Bedeutung haben. Und der hat es dann ein bisschen ungeschickt Synchronizität genannt. Es wäre viel besser gewesen, sinnvolle Zufälle oder sinnvolle Zusammenhänge. Ich würde sagen, pragmatische Information. So weit, so gut und hört sich ja nicht schlecht an. Damit könnte man was anfangen. Aber es schränkt natürlich die Möglichkeit von bestimmten experimentellen Zugangsweisen ein. Warum? Weil, jetzt kommt der zweite Hauptsatz dieses Modells, weil Verschränkungskorrelationen nämlich bestimmten Einschränkungen unterliegen. Und zwar auch in der Physik. In der Physik kann man mit Verschränkungskorrelationen keine Signale übertragen. Das wird immer falsch verstanden. Es gibt ja da die Quantenkryptographie und alles Mögliche. Da denken die Leute immer, da werden Signale übertragen. Nein, es werden keine Signale übertragen. Man kann in der Physik beweisen, dass mit Verschränkungskorrelationen keine Signale, also keine kausalen Events übertragen werden können, sondern eben nur Musterübereinstimmungen festgestellt werden können. Wenn man das jetzt mal umwendet und aktiv formuliert, dann kommt man zu dem zweiten Hauptsatz des Modells der pragmatischen Information, was sagt, was jede auch nur potenzielle, jeder nur potenzielle Versuch, diese Verschränkungskorrelation zur Signalübertragung zu verwenden. Und das machen wir ja, wenn wir so ein Experiment machen oder wenn wir glauben, uns mit Telepathie verständigen zu können. Das wäre jetzt weniger aufwendig hier bei dem Vortrag wie mit dieser ganzen Technik. Dann heißt es, dass dieser Versuch, diese Verschränkung zerstört. Und das ist jetzt das NT-Axiom, was behauptet, also das ist ein Modell, muss man natürlich sagen, was behauptet, diese Sorte von Korrelationen kann man nicht verwenden, um damit Informationen zu übertragen. Und das ist natürlich für die Parapsychologie jetzt ein echtes Rätsel, weil es ja doch so aussieht bei Wahrträumen oder Telepathie, als würde hier Informationen übertragen, von A nach B gehen. Aber das täuscht, denn diese Information sieht man erst ins Nachhinein. Ja, und wenn man genau hinschaut, ist es dann tatsächlich eine Korrelation, und ich würde sagen eine Verschränkungskorrelation, aber eben kein Signal. Und darauf kann man jetzt in der Praxis, Eberhard hat es ja schon erwähnt, ganz viele Handlungsanweisungen geben, wie mit solchen Erfahrungen umgegangen wird. Man darf den zweiten Hauptsatz nicht verletzen, also das NT-Axiom nicht verletzen. Und das ist jetzt, wie wir gleich sehen werden, natürlich ein Zugang, den man überprüfen kann und der natürlich experimentelle Konsequenzen hat, und zwar dramatische. Aber es gibt noch einen dritten Hauptsatz und den will ich auch erwähnen, weil es sich jetzt so eingeschlichen hat in der Community, in der winzig kleinen Community der Gralsritter, dass man damit ja gar nichts anfangen kann, insbesondere keine Replikationen kriegt. Und der Luca, du kommst immer daher und sagt hinterher, er hat es auch verstanden. Naja, das kennen wir. Aber das hängt eben damit zusammen, dass man annimmt, dass diese Verschränkungskorrelationen so schwache, empfindliche Effekte sind, wegen dem NT-Axiom, die dann immer gleich verschwinden, wenn man sie in der Kiste haben will. Also die GEWOP hat ja gesagt, ich erwähne sie jetzt mal, ja, der Lukadu, der macht es sich einfach, der behauptet sowas wie, dass die Alpen aus schöner Vollmilchschokolade seien, aber wenn man danach gräft, verwandelt sie sich in Stein. Das wäre natürlich eine Immunisierungsstrategie und das wird häufig missverstanden. Man sagt, das ist eine Immunisierungsstrategie, um damit sich rauszureden, dass ja die parapsychologischen Experimente so schlecht reproduzierbar sind oder recht schlecht reproduzierbar sind. So, aber in einer gewissen Weise stimmt auch das nicht richtig. Denn es gibt noch das dritte Gesetz, das Modell zur pragmatischen Information. Und das habe ich relativ spät erst eingesehen. Also das kam ein bisschen später, so in den 2010er Jahren bei der WGFP-Workshop. Da habe ich das mal zum ersten Mal vorgetragen und das bedeutet Folgendes. Diese Verschränkungskorrelationen in der Natur, ich gehe jetzt mal ziemlich weit, die sind keineswegs instabil oder unwichtig. Ganz im Gegenteil, sie sind sehr wichtig und sie sind auch stabil, solange man nicht gegen das NT-Axiom verstößt. Und wir werden nachher noch sehen,
dass sogar die Natur nach meiner Meinung, beides sozusagen notwendigerweise braucht. Es braucht die Verschränkungszusammenhänge genauso wie die kausalen Prozesse. Warum? Weil nämlich die kausalen Prozesse die Verschränkung erzeugen und die Verschränkung, jetzt kommt's, stabilisiert die kausalen Prozesse. Es gäbe keine stabile Materie, wenn es keine Verschränkung gäbe. Das was für Physiker, die wissen das genau. So, jetzt machen wir mal weiter. Diese Konsequenzen des NT-Axioms, also das hört sich jetzt hier fürchterlich kompliziert an, deswegen will ich es erklären, die sind also nur beschränkt durch sozusagen die organisierte Geschlossenheit des Systems. Das kann man nachlesen, aber ich habe hier ein einfaches Beispiel gemacht, was das viel einfacher erklärt. Es ist so, das NT-Axiom sagt ja nicht aus, dass man diese Verschränkungskorrelationen nicht messen kann, sondern das sagt was ganz anderes aus. Und wann immer ich in der Parapsychologie, wo ich Verschränkungskorrelationen habe, aber vielleicht auch in der normalen Psychologie, wenn ich da sozusagen ein Experiment gemacht habe und ich glaube jetzt habe ich das Maß für das Psi gefunden, sozusagen eine Spur vom Psi, ein Tracer, also eine Spur. Und ich wiederhole das Experiment, dann heißt nicht, dass es keine Verschränkungskorrelationen mehr gibt, aber ich werde diese Spur nicht mehr finden. Also das kann man hier sehen. Also jetzt mal an, ich habe hier so eine binäre Zufallsfolge und da habe ich jetzt festgestellt, aha, die Versuchsperson schafft es tatsächlich, mehr Nullen an einem Stück zu produzieren. Jetzt setze ich mich da drauf und sage, aha, das ist jetzt mein Psi-Signal, ich muss nach Nullen suchen. Was stelle ich fest in der Replikation? Dieser Effekt ist weg. Da haben sich Einsen eingeschlichen, aber dafür treten jetzt plötzlich mehr Einsen auf. Und das nennt man in der Parapsychologie ein Displacement-Effekt. Also es gibt entweder einen Absinkungseffekt, dass der Effekt kleiner wird, die Nullen sind ja nicht mehr da, und weil die Verschränkungskorrelationen stabile Sachen sind, gehen sie halt woanders hin, indem sie eben jetzt mehr Einsen produziert. Wenn ich dann auf die Einsen gucke, beim nächsten Experiment sind die auch wieder weg und dafür kommt eine Folge von 0,1 häufiger, als es eigentlich sein kann und so fort. Das heißt, die Verschränkungskorrelationen sind zwar stabil, aber der zweite Hauptsatz, das NT-Axiom, verbietet sozusagen, dass immer das Gleiche kommt. Warum? Ganz einfach, denn wenn das so wäre, dann könnte ich ja das als Signal missbrauchen. Und zwar auch nur potenziell. Also wenn ich potenziell hingehen kann und sagen, die Nullerfolge, da setze ich mich jetzt drauf, das ist mein Psi, dann versalzt mir die Natur die Suppe. Warum? Weil sie das nicht zulassen kann. Das würde richtig schwerwiegende theoretische Konsequenzen haben, aber die kann ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern. So, wenn man das jetzt weiß, dann kann man das natürlich anwenden auf die Psychokinese-Experimente à la Helmut Schmidt und Princeton und so. Und dann, wenn man das ganz einfach ausrechnet, das ist ja wirklich keine Kunst, dann wird man sofort sehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Länge eines Experiments, weil ja dann bestimmte Muster immer häufiger auftreten oder bestimmte Abweichungen vom Erwartungswert immer häufiger auftreten, und der Länge des Experiments, also wie viele Trials ich mache. Wenn ich das Experiment sehr lange mache, dann habe ich natürlich viel eher die Möglichkeit, so ein Signal, so ein Pseudosignal zu finden, auf das ich mich draufsetze. Und deswegen folgt daraus eine ganz einfache Überlegung, dass, wenn ich sehr lange Experimente mache, dass dann der Effekt immer kleiner wird, statt größer, wie es bei einem Signal wäre. Wenn ich bei einem Signal ein großes N habe, dann kann ich sie natürlich leichter rausfiltern, wie wenn ich nur ein kleines N habe. Bei der Parapsychologie, das sind alle Daten der Meta-Analyse, die Holger Bösch und Steinkamp und Herr Boller zusammen, der heißt jetzt anders, er spielt jetzt keine Rolle, genommen haben. Und diese Kurve hier, die roten Kurven, zeigt das NT-Axiom. Und die liegen wirklich sozusagen genau immer unter dieser roten Linie. Das ist eine ziemlich erstaunliche empirischer Befund, dass das so rauskommt. Man hätte sich das auch anders vorstellen können. Wenn es ein Signal wäre, dann wären hier die großen Effekte und nicht am Anfang. Okay, so. Das sehen wir aber auch in neueren Untersuchungen. Also der
Der Herr Mayer, hat ja hier einen Vortrag gehalten und sehr komplizierte Experimente, auf die ich jetzt gar nicht eingehen kann, vorgeführt, wo er wirklich schon im Hinterkopf hatte, dass es ein Decline und ein Displacement-Effekt gibt und das sogar als Voraussage-Experiment, als Voraussagekriterium verwendet hat und gesagt hat, okay, ich schaue mir ein T-Axon produziert bei einem Experiment und dann setze ich mich auf die Schwankungen und wenn ich das habe, dann habe ich doch so ein Maß, mit dem ich das Psi nachweisen kann. Und ich weiß noch, er stand hier und hat gefragt, wer sagt, was bei der Replikation rauskommt. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, da ist der Effekt dann weg. Das ist eine ganz einfache Voraussage. Warum? Es spielt gar keine Rolle, welches Maß ich mir aussinne. Es kann noch so kompliziert sein. Wann immer ich es so verwenden könnte, dass ich damit ein Signal übertragen kann, dann ist es weg. Dann erreicht der Effekt, den ich messe, nicht mehr dieses Kriterium. Das ist die präzise Formulierung. Es hängt nicht davon ab, was ich da als Kriterium verwende. Und bei dem Beispiel von vorhin war das natürlich ein ganz einfaches Kriterium. Das war einfach mehr Treffer. Also die Abweichung vom Mittelwert. Ja, okay, so. Und jetzt habe ich mir natürlich gedacht, ja, wie kann man diesen misslichen Zustand, dass man in der Parapsychologie immer diesen Decline-Effekt bekommt, wie kann man den irgendwie ein bisschen loswerden? Also ganz loswerden werden wir nie. Warum? Außer einem Ausnahme, werde ich gleich später darauf zu sprechen kommen. Denn wann immer ich einen Psi-Effekt haben will, muss ich ein Kriterium dafür haben und muss sagen, hier ist das Psi. Ja, aber dann habe ich schon den Fehler, also sozusagen die Erbsünde begangen, dass ich ein Signal produzieren will. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, akut, also man kann das Sterben in der Parapsychologie nicht vermeiden. Aber so wie mit dem Heiligen Gral kann man vielleicht das Leben etwas länger gestalten. Und deswegen habe ich mir damals gesagt, ja, vielleicht muss man das so machen, das Experiment, dass die Natur genügend Freiheit hat, um sozusagen das NT-Axiom sich austoben zu lassen. Aber da ja die Verschränkungskorrelationen doch auch stabil sind, gehen sie nicht weg, sie gehen nur woanders hin. Das ist fast so wie im Geld. Wenn sie bankrott sind, ist das Geld nicht weg, es hat nur jemand anders. So, und so ist es hier auch. Also, jetzt sieht es fürchterlich kompliziert aus, ist aber im Grunde ganz einfach. Und wann mir das zuerst mal aufgefallen ist, das war im Jahre 1983. Da hatte ich nämlich eine Versuchsperson, Eberhard kann sich auch daran erinnern, da hatte ich das erste Experiment als Pilotexperiment schon aufgebaut. Und da habe ich natürlich nicht eine physikalische Variable genommen, die Abweichung vom Mittelwert, sondern eine ganze Reihe von physikalischen Größen, die ich an dem Zufallsprozess, der beeinflusst werden sollte, also beeinflusst in Anführung, die habe ich statistisch ausgewertet. Also wie zum Beispiel nicht nur den Mittelwert, sondern auch die Varianz, dann verschiedene Korrelationswerte. Und da hatten wir eine Versuchsperson, die hat ganze Computersysteme zum Absturz gebracht. Und deswegen war ich natürlich daran interessiert, mit der ein Pilotexperiment zu machen. Und dann hatten wir die halt hier an den Apparat gesetzt. Das war übrigens in einer abgeschirmten Kammer, also elektromagnetisch abgeschirmten Faraday-Käfig, der sehr gut und sehr teuer war. Und der Zufallsgenerator war in einem anderen Raum. Also da waren mindestens 5 Meter dazwischen und alles war gut abgeschirmt. Und als ich mir dann die Daten angeschaut habe, hier sind die Originaldaten, fiel mir auf, dass die gute Frau Abweichungen, signifikante, die sind hier so angestrichen, erzeugt hat. Aber bei jedem Experiment waren die woanders. Man konnte überhaupt nicht voraussagen, was jetzt als nächstes kommt. Hier waren sie bei der Variable ganz stark, dann auf einmal hier, dann wieder hier und hier. Also genau das, was das NT-Axiom voraussagt. Sagt, aha, hier, ich habe hier eine Matrix von Daten, aber ich kann nicht sagen, wo die Korrelationen auftreten. So, und dann habe ich das sozusagen ein bisschen genauer gemacht. Und das war mein erstes großes Experiment. Das habe ich hier in der Belfortstraße 18 durchgeführt und in der Erbritzenstraße 17, glaube ich.
Und da hatte ich natürlich die Idee, ich will rausfinden, wo das Signal herkommt. Denn das war ja eine Frage, ist es ein Signal oder ist es nur eine Korrelation? Und die Idee war ganz, ganz simpel. Ich hatte da, jetzt wird es richtig okkult von Herrn Schiebeler, aber das jetzt nur für die Insider, den kennt jetzt hier niemand mehr, das war ein Ingenieur, ja auch ein Physiker an der Fachhochschule in Weingarten, der hatte nämlich schon einen Zufallsgenerator gebaut und den bekam ich dann von der Firma SEL geschenkt. Der wäre so teuer gewesen, den hätte ich mir gar nicht leisten können, denn da war ein Strontium-90-Präparat in der Mitte und außenrum waren 5 Geiger-Müller-Zählrohre. Und die hätten da jedes Einzelne schon mal 1000 D-Mark gekostet und das Strontium-90-Präparat, das hätte ich gar nicht bezahlen können. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist doch die Gelegenheit. Ich nehme jetzt nur eine von diesen 5 Geiger-Müller-Zählrohren, hängst du da an mein Display, wo die Versuchsperson sich darauf konzentrieren soll und eine Abweichung erzielen. Und dann kann ich ja gucken, was die anderen 4 Zählrohre sehen. Wenn die sozusagen im gleichen Takt auch rauf und runter gehen, ja ganz klar, dann wäre das ein Signal der Quelle gewesen. Und warum habe ich ein radioaktives Präparat genommen? Naja, für die Kenner, weil da das Signal-Rausch-Verhältnis extrem günstig ist. Die Teilchen sausen da mit 2 MeV raus und da gibt es kein Rauschen in dem Sinn, sondern es gibt eben nur einen Zufall oder keinen. Und deswegen war das natürlich ideal. So, und jetzt zeige ich Ihnen das Ergebnis. Also ich habe das natürlich, das in meiner Doktorarbeit kann man das nachlesen. Erstens habe ich herausgefunden, dass sich der Zufallsgenerator ganz normal verhalten hat, wie er das auch physikalisch soll. Also insgesamt keine Abweichung vom Zufall. Die einzelnen Zählrohre haben sich auch ganz normal verhalten. Es gab keinen Zusammenhang. Aber wenn ich das jetzt zusammengesehen habe, und jetzt muss ich das ein bisschen erklären, ich habe natürlich nicht nur eine physikalische Variable verwendet, das sind die hier. Jedes Kästchen ist eine physikalische Variable und das hier, das sind die psychologischen Variablen. Das waren Fragebogen, Sheepcode und Persönlichkeitstest und Stimmungsfragebogen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das spielt auch gar keine Rolle. Jedenfalls habe ich hier ungefähr 20 psychologische Variablen, die ich gemessen habe vor dem Experiment und ungefähr 20 physikalische Variablen, die während dem Experiment erzeugt wurden. So. Und was man da jetzt sieht, wenn man da jetzt einfach Korrelationen misst, das ist ja nicht so schwer, dann sieht man immer dann, wenn da so ein Kästchen an rot oder blau ist, dann korrelieren die beiden Variablen miteinander. Also hier korreliert dann diese eine Variable ziemlich stark mit den physikalischen Variablen hier und hier ist nichts. Naja, und sowas erwartet man natürlich zufällig, das hängt davon ab, unter welchem Signifikanzniveau ich mir das anschaue. Ja, ja gerne. Eine Zwischenfrage stellen. Ja, gerne. Was korrelieren Sie denn da miteinander? Also, Versuchspersonen? Variable? Genau, man sieht es gleich nochmal. Das sind 300 Versuchspersonen gewesen. Jede macht da ihren Rand durch und jede produziert eben ihre physikalischen Variablen und die psychologischen Variablen. Das waren die Fragebogen. Und dann habe ich am Schluss 300 psychologische Set von psychologischen Variablen und 300 physikalische, 20 physikalische Variablen für 300 Leute. Ja, also es ist einfach eine Tabelle, da stehen vorne die psychologischen und hinten die physikalischen und insgesamt sind 300 Versuchspersonen. So, und jetzt werden die einfach korreliert über die Versuchspersonen. Ich zeige es Ihnen nachher mal noch genauer. Und jetzt entscheidend ist, dass natürlich nach jedem Durchgang für die Versuchspersonen ein Kontrollrun lief, damit man abschätzen kann, wie viel denn dieser Korrelation zufällig erscheinen. Also das gibt es ja immer, da kann man ja nichts dagegen machen. Und jetzt sieht man hier, das sind die Non-Feedback-Runs, das sieht man, da gibt es physikalische Variablen, die korrelieren. Aber wenn man so überschlägt, sind es genau so viele, wie man zufälligerweise erwartet. Wenn aber das Display eingeschaltet ist, das ist jetzt hier die zweite Tabelle, dann sieht man, dass unter gleichen Bedingungen wesentlich mehr, und zwar signifikant viel mehr, Korrelationen auftauchen, die eigentlich nicht sein dürften. Denn unter Nullhypothese
spielt es keine Rolle, ob die zu Hause einen Fragebogen ausgefüllt haben und hinterher sich vor die Kiste setzen, die sich ja ganz normal verhält. Und das ist das Eigentliche, das ist die Verschränkungskorrelation jetzt in dem Modell. Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Also Sie haben gesagt, Bildschirm ein, Bildschirm aus, das setzt voraus, dass sozusagen das, was die physikalischen, der Zufallsgenerator macht, haben Sie in irgendeiner Weise bildlich dargestellt und die Versuchsperson hat es angeguckt. Ja, das habe ich vergessen, das sieht man hier auf der Folie. Da muss ich hier ist das Display. Das Display war hier so ein schwarzer Kasten mit so 16 Lämpchen drauf. Und das war wie so ein Thermometer. Wenn eine 0 kam, ging es ganz nach unten. Wenn eine 1 kam, ging es ganz nach oben. Und es flackerte so hin und her. Das war so ein Random Walk. Und die Versuchspersonen bekamen die Aufgabe, das halt möglichst nach oben zu treiben. Und in der Non-Display-Phase, also wo es nicht angezogen war, einfach das Display ausgeschaltet. Aber sonst lief alles genauso ab. Die Versuchspersonen waren im gleichen Raum. Und zwar war das so gemacht, wurde ihnen gesagt, sie können sich jetzt eine Minute ausruhen. Und dann kam der nächste Durchgang. Und es waren immer 4 Durchgänge. Ja, also ganz einfach. Ja. Rollrand wurde jeweils direkt nach. Also es wurde der Displayrand durchgeführt. Und anschließend lief die Maschine gerade weiter. Alles lief automatisch. Und die Versuchspersonen wussten natürlich nicht, dass da das Ding gerade weiterläuft. Ja, okay. So, jetzt können wir hier weitermachen. So, und jetzt habe ich dann nochmal eine Reanalyse gemacht. Also viel später. Und da zeigt sich was sehr Interessantes. Denn man denke dran, dass ich ja hier noch Variablen habe, die sich auf alle 5 Zufallsgeneratoren, also auf alle 5 Geiger-Müller-Zählrohre beziehen. Und die würden mir ein Signal anzeigen. Und die anderen Variablen, die beziehen sich nur auf die psychologischen und die statistischen Variablen. Also das heißt, die hier vorne, das sind diejenigen, die Signale einfangen würden, wenn sie da wären. Und das sieht man, da gibt es kaum einen Zusammenhang. Also da entspricht es eigentlich dem Zufall. Während bei denen, die wirklich sozusagen keine Signale repräsentieren, sondern nur statistische Daten, da sieht man den Unterschied zwischen dem ohne Feedback und Feedback. So, das war natürlich jetzt schon mal für mich eine große Erkenntnis. Und dann habe ich ein Paper geschrieben, das heißt, keine Spur von Psi. Das haben mir manche Leute übel genommen, weil sie gedacht haben, ich sage jetzt, es gibt gar kein Psi. Aber es gibt ja hier signifikante Korrelationen. So, und jetzt habe ich dann, nochmal. Verständnis, was meinen Sie jetzt mit Feedback und Nicht-Feedback? Also Feedback und Display eingeschaltet und Feedback ausgeschaltet war. Okay, so, ja. So, aber es kommt ja, wir machen ja noch weiter. So, das nächste Experiment, was ich gemacht habe, das habe ich dann in Utrecht durchgeführt. Hier sieht man die Schaltung. Das war jetzt kein radioaktives Präparat mehr, weil das kann man nicht so einfach mit sich in der Tasche mitnehmen. Ich war Strahlenschutzbeauftragter vom Psychologischen Institut, musste ich erst werden, sonst hätte ich das gar nicht benutzen dürfen. Und dann habe ich mir gesagt, ich nehme das Rauschen von einer Zener-Diode, das ist auch ganz ordentlich. Und das war dann der Zufallsgenerator, den ich in Utrecht verwendet habe. Aber sonst war das Experiment ziemlich ähnlich. Und das Display war diesmal so eine Spirale hier, wo so ein rotes Band reinlief und so hin und her schwankte zufällig. Also wie der Thermometer, nur ein bisschen fancy. Ja, also dass es irgendwie nett aussieht. Und die es war so auch so ein kleines Display und die Versuchspersonen fanden das ganz hip und haben gesagt, Menschenskinder, da wird mir richtig reingezogen. Genau das wollte ich. Ja, ich wollte eine organisierte Geschlossenheit herstellen zwischen der Aufgabe der Versuchsperson und der Maschine. So, und dann schauen wir uns das Ergebnis. Ich zeige Ihnen noch an. Jetzt war das ein Experiment. Das war dann wirklich so richtig ordentlich nach Signalen geschaut. Ich hatte, als ich in der Physik noch gearbeitet habe, bei meinem Molekularstrahlexperimenten, da hat man ja extrem schwache Signale. Beim Massenspektrometer macht man das und da sind ja die Reaktionsprodukte, die sind da im Hochvakuum, die sind ganz schwach. Und da hat man sich dann überlegt, wie kann man denn diese Signale verstärken? Und da gab es dann so eine Technik, die nannte man Lock-in-Technik, wo ein Pseudo-Chopper verwendet wurde, um dem Signal, und das waren richtige Signale, sozusagen eine Struktur aufzuprägen,
wo an und aus, aber in einer Pseudo-Zufallsfolge. Und die konnte man dann wieder durch Korrelation sozusagen herausprojizieren und dann sehen, aha, da ist das Signal. Das sitzt genau da. Und diese Technik, habe ich gedacht, das ist genau die ideale Technik, um ein Psi-Signal aus dem Rauschen herauszufiltern. Also man kann da wirklich, kriegt man ein Signal-Rauschverhältnis von 1 zu 100. Also kann man ein Signal aus dem hundertfachen Rauschen rauskriegen, wenn man das so macht mit dieser Pseudokorrelationstechnik. Und die habe ich hier angewendet. So, und gleichzeitig habe ich noch was gemacht. Ich habe gesagt, okay, dieser Zufallsgenerator, das ist ja das Rauschen von einer Zener-Diode. Und wenn da tatsächlich das Signal, da ein Signal drauf ist, dann gucke ich mal, ob die großen Signale, also das zeige ich jetzt wieder hier, die einen bestimmten Level überschreiten, ob die häufiger vorkommen oder die kleinen Signale, die nur einen kleinen Level überschreiten. Also das war sozusagen zwei Kombinationen von zwei Fragestellungen, um jetzt wirklich zu gucken, ist da ein Signal drin? Und lange Rede, kurzer Sinn, es war kein Signal zu finden. Es war nichts. Alles hat sich ganz normal verhalten, aber auch hier wieder mit Feedback und ohne Feedback, also mit eingeschaltetem Display und ohne eingeschaltetem Display, gab es einen deutlichen Unterschied. Da gibt es jetzt einen Haufen statistische Probleme, auf die will ich nicht eingehen. Das hängt nämlich damit zusammen, dass solche Korrelationstabellen, die kann man nicht so einfach, also man sieht es mit bloßem Auge, aber wenn man das statistisch ausdrücken will, dann gibt es Schwierigkeiten. Warum? Weil man nämlich nicht davon ausgehen kann, dass diese einzelnen Variablen voneinander unabhängig sind. Und das wurde natürlich auch gleich diskutiert. Und da haben wir ja in Capri eine Tagung darüber gehabt. Da wurde also hin und her diskutiert. Ich sage mal nachher, was man da machen kann. Das ist bis heute noch nicht hundertprozentig gelöst. Aber ich habe mich natürlich, als ich wieder hier in Freiburg war, daran gemacht, noch ein drittes Experiment zu machen, und zwar wieder mit einem anderen System. Und das war so ein Zufallsgenerator, das war dieser legendäre SX64, also der C64, aber in einem schönen Design mit Farbbildschirmen. Und da habe ich einen anderen Zufallsgenerator verwendet, das gleiche Display wie in Holland, aber der Zufallsgenerator war kein richtiger Zufallsgenerator, das war ein Pseudo-Zufallsgenerator, und zwar war das der SID-Chip, der legendäre SID-Chip, der macht Rauschen. Und zwar durch Kopplung von verschiedenen Schwingungen, aber das ist ein festgelegtes Rauschen. Und da habe ich gedacht, naja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ja? Also da kann man kein Signal drauf bringen. Geht gar nicht, weil das ist ein festgelegtes System. Es hängt zwar davon ab, wann ich es einschalte, weil da wird der Einschaltpunkt als Seed-Number verwendet und ab da rauscht es halt. Aber das ist deterministisch. So. Naja, und schauen wir uns das Ergebnis an. Ja, also hier sieht man es jetzt nicht so gut. Hier, ja, ich nehme nur die beiden vorderen, weil da kam dann eine Reihe von Fragen, die will ich jetzt hier nicht diskutieren. Hier, das ist ohne Feedback und das hier ist mit Feedback. Also wo das beendet war. Wieder, also mit bloßem Auge erkennbarer Unterschied. In einem Fall, wenn die Versuchsperson den Prozess beobachten konnte, einen dicken korrelativen Zusammenhang. So, jetzt geht es weiter. Also das lasse ich jetzt mal weg. So, das nächste Darf ich noch mal kurz unterbrechen? Ja. Können Sie noch mal zurück? Ich verstehe nicht ganz die Farbkodierung. Ja, die Farbkodierung, die roten, die blauen sind... Also ich habe einfach im Signifikanzlevel markiert. Die blauen, das sind die hohen Korrelationen, die starken Korrelationen, und die gelben sind die schwachen Korrelationen. Ja, okay. Ja, das hätte ich dazu sagen sollen. So. Okay, das nächste Experiment habe ich zwar auch mit geplant und mitgemacht, aber das hat eigentlich im Wesentlichen der Harald Warlach an der Viadrina durchgeführt. Das zeige ich jetzt als nächstes. Das wurde auch publiziert hier in Psychology of Consciousness, Theory, Research and Practice. Da haben wir das gleiche Display verwendet, aber natürlich wieder einen neuen Zufallsgenerator. Jetzt wird es wichtig.
Dieser Zufallsgenerator ist ebenfalls das Rauschen einer Zener-Diode. Aber wir haben da natürlich eine ganze Reihe von Verbesserungen vorgenommen, was die Abschirmung betrifft und so weiter, weil wir wirklich sicher sein wollten, dass da nicht irgendwie was schief geht. Und da habe ich was reingeschrieben. Vorsicht, die Zener-Diode ist kein Standardverwendung. Es gibt natürlich für alle elektronischen Bauteile Datenblätter. Aber über das Rauschen der Diode steht nichts drin. Und deswegen habe ich es so gemacht, ich bin zu, da hier in Freiburg gibt es so ein Internet, nee, wie heißen die, so ein Chip-Hersteller, ja, und die haben mir eine ganze Tüte von Zener-Dioden umsonst überlassen. Und dann bin ich halt zu Hause hingegangen und habe mir die, die am besten gerauscht haben, rausgesucht. Weil die rauschen manche ganz wenig, also in Sperrrichtung, manche rauschen ganz stark. Und ich habe mir die besten rausgesucht. Die Viatrina-Studie, bei der Viatrina-Studie wurden 4 Zufallsgeneratoren nach meinem Prototyp, das war der Prototyp hier, das sieht man in meiner deutschen Beschriftung, nachgebaut. Aber die haben dummerweise nicht darauf geachtet, welche Zener-Dioden sie genommen haben. Deswegen sind diese 4 Zufallsgeneratoren, die da verwendet wurden, haben ganz unterschiedliche Charakteristiken. Aber sie sind alle gut. Ja, also das ist nicht Problem, aber die haben unterschiedlich stark gerauscht. Und deswegen muss man da bei der Auswertung aufpassen. Wenn man die nämlich dann nimmt und korreliert, dann hat man natürlich da einen dicken physikalischen Effekt drin, der einfach dadurch zustande kommt, dass manche Daten, ja, also bei manchen Versuchspersonen wurde der Zufallsgenerator 1 verwendet, bei der anderen 2 und 3 und 4, dass die ganz unterschiedliche Charakteristiken haben. Und wenn ich die jetzt miteinander korreliere, kriege ich natürlich Korrelationen in bestimmten Variablen. Werde ich nachher noch ein bisschen erläutern. Das haben wir dann dadurch versucht zu eliminieren, indem wir die normalisiert haben. Aber ich komme gleich darauf zu sprechen, das funktioniert nicht hundertprozentig. Aber man sieht hier, also das hier war jetzt diese Studie, die ich in Freiburg gemacht habe, mit dem Pseudo-Zufallsgenerator. Und das war die Viatrina-Studie, und zwar die gleichen Variablen. Es war praktisch die gleiche Studie, aber mit verschiedenen Zufallsgeneratoren. Man sieht aber hier, dass es eine schöne Replikation war. Hier das Experimentelle und hier die Kontrollen. So, auf die Details gehe ich nicht ein. Es war eine wirklich erstaunliche Replikation. Wenn man es sich genau anschaut, sieht man aber, dass bei der Replikation die Korrelationen an anderen Stellen sind, wie das Modell das voraussagt. Die sind nicht an der gleichen Stelle. Man kann sich das richtig anschauen im Detail. Die stimmen nicht überein. Aber sie sind da. Also es sind insgesamt mehr Korrelationen als ohne Feedback. So, dann gab es natürlich sofort, Hartmut Grote hat uns da sehr geholfen, indem er das sich sehr genau angeschaut hat. Und er hat dann festgestellt, dass es einen möglichen Artefakt gibt. Und zwar dadurch, dass eben diese Zufallsgeneratoren, auch wenn sie normieren, nicht gleich sind. Und das sind alle Zufallsgeneratoren von allen Experimenten einfach hintereinander gepackt, sozusagen, die Spannungswerte. Und das sieht man, dass es da so Ausreißer gibt. Und da hat er dann festgestellt, dass die Variablen, die das widerspiegeln, das sind nämlich die Spannungswerte, aber auf die Details gehe ich jetzt nicht ein, das ist nicht so wichtig, dass die natürlich miteinander korrelieren. Und wenn man das Ganze permutiert, dann ist die Korrelation weg. Aber das ist jetzt nicht die Korrelation mit den psychologischen Variablen, sondern nur die physikalischen Variablen untereinander. Das heißt, das ist eine heikle Geschichte. Und deswegen muss man da aufpassen. Und deswegen habe ich dann bei der nächsten Experimenten immer darauf geachtet, dass immer nur Experimente ausgewertet wurden, die mit dem gleichen Zufallsgenerator gemacht wurden. Und da gab es also einen Zufallsgenerator, der dann auch in Edinburgh verwendet wurde. Da wurden die meisten Experimente in der Viatrina auch gemacht. Und wenn ich die anderen Daten weglasse, dann sieht es nicht so aus, als würde dieser Effekt auftreten. Also da muss man aufpassen, einfach deswegen wegen dieser Charakteristik. So. Wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, dann stellt man fest, und jetzt komme ich ein bisschen zu einer heiklen Frage, nämlich wie wertet man das jetzt aus? Und da gibt es eine lange Diskussion, habe ich schon erwähnt. Ich habe dann mich entschlossen, sozusagen alle Korrelationen von 0 bis 1, also alle Signifikanzwerte von 0 bis 1,
kumulativ aufzutragen. Und dann kommt man zu einer Kurve, die ich jetzt gleich zeigen werde. Und da gibt es den Kolmogorov-Smirnov-Test. Der bezieht sich auf solche kumulativen Verteilungen. Und der ist parameterfrei und nach der Literatur auch unabhängig davon, ob die untereinander korrelieren oder nicht. Und da gibt es den Wert, den Testwert, das ist der Abstand zwischen den beiden kumulativen Verteilungen. Und das ist dieser D-Wert hier. Und der zeigt natürlich hier bei allen Experimenten eine ziemlich deutliche Abweichung, die zumindest nach diesem Kolmogorov-Smirnov-Test signifikant ist. Das ist das Erste. Aber Hartmut Grote hat eingewendet, ja, wir wissen das nicht mit Sicherheit, wenn die Variablen untereinander abhängig sind, dann stimmt das vielleicht nicht. Das ist bis heute nicht wirklich geklärt. Da muss man mal einen Statistiker fragen, der sich da wirklich auskennt. Aber man hat dann gesagt, okay, wir machen eine andere Methode, die wirklich sozusagen absolut sicher ist. Und zwar wird es so gemacht, man permutiert sozusagen die psychologischen Variablen oder die physikalischen Variablen, spielt keine Rolle, von den einzelnen Versuchspersonen untereinander. Und ordnet es dann wieder zu den psychologischen, also das Monte Carlo oder Permutation. Und dann kann man eine Verteilung erzeugen und dann guckt man, wo die wirkliche Korrelation ist, die experimentelle. Und dann misst man einfach sozusagen den Abstand zu der permutierten Verteilung. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter statistischer Test, der eigentlich auch ziemlich sicher ist. Er ist aber sehr konservativ. Das kann man sich überlegen. Wenn da drin tatsächlich Verschränkungskorrelationen sind, das sage ich jetzt mal nur so nebenbei, dann ist der extrem konservativ. Warum das so ist, werden wir später diskutieren. Okay, so, das waren jetzt alle Experimente, die bisher durchgeführt wurden und einschränkend muss ich sagen, deren Daten ich habe. Ich habe nicht von allen Experimenten die Rohdaten, aber die habe ich alles selber ausgewertet. So, jetzt machen wir mal hier weiter. Dann gab es zwei Experimente, die sind hier auch drin, die von Harald Warlach und seiner Truppe durchgeführt wurde. Und die hat dann Anlass gegeben zu einer ganz neuen Publikation mit dem schönen Titel Nailing Jelly, also Pudding an die Wand nageln. Und da wurde dann gesagt, also hier gibt es zwei Experimente, die keine Replikation gezeigt haben. Ja, jetzt muss man sagen, das habe ich ja auch erwartet wegen dem NT-Axiom, aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann stellt man fest, also wir haben bei allen Experimenten immer mindestens 100, 300 oder gar 500 Versuchspersonen gehabt. Und hier waren es 22 und einmal nur 15. Also da kann man natürlich überhaupt nichts sagen. Also das ist einfach, weiß jeder, nicht aussagekräftig. Ja, das hing damit zusammen, dass die vorher natürlich wieder den Fehler gemacht haben. Die haben zwei verschiedene, einen neuen Zufallsgenerator, der heißt TrueRNG, das ist ein kommerziell gebauter Zufallsgenerator, dem ich allerdings nicht traue, weil man da nicht reinschauen kann. Den haben die verwendet als Test. Und es steht auch hier, der eine war der klassische RNG und der andere war dieser neue True RNG. Und da sieht man, naja, also da ist halt einfach auch nichts rausgekommen, weil wenn man die dann auseinandergenommen hat, also wenn man die zusammen ausgewertet hat, war natürlich ein Effekt da. Das habe ich ja schon erklärt. Aber wenn man die auseinandergenommen hat, das habe ich dann gemacht, dann sieht man, da ist der Effekt weg. Und das ist natürlich zu erwarten, ganz klar. So, also was ich dazu meine ist, dass zwar inhaltlich das Paper korrekt ist, es ist natürlich ein Decline-Effekt vorhanden, das werde ich gleich noch zeigen, aber wir haben uns dramatisch unter unserem Wert verkauft. Also zwei ganz unaussagbare, also zwei Studien, die praktisch gar nichts aussagen können, als Beleg dafür genommen, dass die Methode, diese Matrix-Methode nichts taugt. Also so wurde es von einigen interpretiert. Das ist natürlich vollkommen falsch. Die Matrix-Methode hängt natürlich davon ab, die verhindert nicht das Sterben, aber sie verlängert das Leben. Also natürlich gibt es einen Decline-Effekt, das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Okay. So, das waren jetzt drei Studien, die in Edinburgh durchgeführt wurden. Und das sieht man jetzt nochmal hier, diese beiden Kurven. Das hier ist die kumulative Verteilung der Display. Und das Gelbe ist die theoretisch zu erwartende Zufallsverteilung. Und das Rote,
liegt interessanterweise darunter. Da habe ich auch einiges drüber geschrieben, aber ich nehme es jetzt einfach mal hin. Das sind die Kontrollexperimente, die zeigen weniger Korrelation, als sie eigentlich statistisch sagen, also erlauben dürfte. So, und dann habe ich einfach mal diesen D-Wert, weil der so schön anschaulich ist, für die drei Studien, die Anna Flores gemacht hat in Edinburgh, miteinander verglichen. Und da braucht man jetzt dann auch keine große Statistik. Man sieht, das war ihre erste Studie. Da hat sie einen D-Wert von 269 gekriegt. Bei der zweiten Studie ist alles natürlich hochsignifikant, nur 224. Und bei der dritten nur 100 und was sind es, 98. Ja, okay, so. Das zeigt natürlich, hier gibt es einen Decline-Effekt, ganz klar. So, der zweite Punkt ist, ich habe mal gedacht, okay, also das ist auch noch signifikant, wenn man diese Permutationsmethode anwendet, aber ich habe gedacht, okay, ich tausche jetzt mal die Studien untereinander, und zwar, indem ich sozusagen die Studie, die experimentelle Studie von dem vorherigen Experiment als Kontrolle verwende. Ja, dann wird man natürlich erwarten, weil ich meine, die Zufallszahlen, die repräsentieren ja die Nullhypothese. Da wird man natürlich erwarten, dass da auch noch ein Effekt auftritt, allerdings ein vielleicht etwas kleinerer. Und es zeigt sich auch, das sind dann diese vertauschten, also da ist nur die Nicht-Display-Seite, das sind einfach die Studien von der vorherigen oder nachfolgenden Studie verwendet, sozusagen unter der Nullhypothese, wäre das ein Kontrollexperiment, weil da ja nichts drauf ist. Oder wenn was drauf ist, dann sieht sozusagen der Effekt den natürlich nicht. Und da erwarte ich natürlich, dass der Effekt immer noch da ist. Und das sieht man auch, wenn ich dagegen die Studien gegeneinander teste, also nur die physikalischen Variablen, dann dürfte nichts mehr da sein, weil es ja keine psychologischen Variablen gibt. Und das ist auch so, das sieht man in der letzten Reihe. Also das heißt, das System verhält sich tatsächlich so, als würden die Versuchspersonen da irgendetwas, was man nicht sieht, mit diesen Zufallsfolgen machen, was man aber nicht sehen kann. Und genau das ist eigentlich das, was man bei einer Verschränkungskorrelation erwarten würde. So, jetzt gibt es aber, der Hartmut Grote hat natürlich gesagt, wir können gar nicht ausschließen, dass bei bestimmten Variablen, das will ich jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, weil das länger würde, ein Artefakt auftritt. Und zwar sind es die sogenannten Spannungswerte. Da habe ich nämlich, listig wie ich bin, die direkten Spannungen der Zener-Diode als Variable verwendet. Da ist man natürlich dann ganz nah an der Physik, hat aber den Nachteil, dass wenn hier zum Beispiel ein Drift auftaucht, dass das natürlich eine künstliche Korrelation macht. Und das war der Einwand von Hartmut Grote. Und dann habe ich mir gesagt, naja, das ist vollkommen berechtigt. Also da muss man drauf achten. Und deswegen habe ich das dann kontrolliert. Man kann zwei Dinge machen. Man kann einmal kontrollieren, ob bestimmte Korrelationen in der Matrix hier kausal sind oder Verschränkungskorrelationen. Und zwar ganz einfach dadurch, dass man einen Filter einbaut und guckt, wenn ich das Gleiche wiederhole oder meinetwegen so eine Split-Half-Technik verwende, ich mache das Gleiche nochmal, dann sagt ja das Modell aus, die Verschränkungskorrelationen, die gehen dann irgendwo anders hin. Die Kausalen bleiben aber genau an der gleichen Stelle, denn das sind ja kausale Korrelationen. Und da muss ich mir halt dann ein Kriterium vorgehen, und das ist jetzt simuliert. Also da habe ich jetzt sozusagen auf die Daten von der Anna sozusagen ein Signal draufgegeben. Und die kann ich jetzt richtig auseinanderhalten. Das sind hier diese schwarzen und hier die blauen. Also hier oben, das sind die kausalen Korrelationen. Und hier unten, das sind die Verschränkungskorrelationen nach dem Modell. Die kann ich deswegen auseinanderhalten, weil ja die kausalen stabil sind. Und diese Stabilität, da kann ich ja ein Kriterium dafür verwenden. Und das kann man natürlich variieren, da kann man noch viel machen. Also das war jetzt der erste Versuch. Und zweitens kann man natürlich die Studien selber miteinander vergleichen. Und der Einwand war ja bei Annas Experimenten, ja, da ist möglicherweise ein Artefakt drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist die erste Studie, das ist die zweite Studie, das ist die dritte Studie. Jetzt vergleiche ich die nach diesen Kriterien miteinander.
Und was stelle ich fest? Also hier direkt die zwei miteinander, dann die mit der ersten, die mit der dritten und so weiter. Was stelle ich fest? Es gibt hier nur ganz wenig mögliche Kandidaten für einen kausalen Effekt, aber die liegen interessanterweise gar nicht da, wo man sie eigentlich erwarten würde. Also ich würde sagen, das ist jetzt noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber das kann man natürlich noch genauer machen. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich das noch genauer machen. Es sieht nicht so aus, als sei hier ein Artefakt drin. Ja? Aber wie gesagt, man könnte das feststellen. Aber es gibt natürlich noch eine weitere Möglichkeit. Und das ist jetzt wirklich ein gutes Argument, nämlich ein physikalisches. Ich habe, und das habe ich bisher jetzt noch gar nicht erwähnt, dieses Rauschen von der Zener-Diode nicht nur auf einmal gemessen, sondern achtmal hintereinander. Und zwar in einem Abstand von ein paar Millisekunden. Also es gab 8 Kanäle und nur einer von diesen 8 Kanälen wurde dann verwendet für das Display als Zufall. Und da habe ich dann einfach Folgendes gemacht. Die obere Kurve sind die Daten von der Anna, von dem erfolgreichsten Experiment. Und die untere Kurve, die untere Matrix ist das Gleiche. Aber für die bösartigen oder gefährlichen Variablen, also diese Spannungsvariablen, die anderen sind die gleichen, weil die machen ja nichts, habe ich den Kanal davor genommen. Und wenn das tatsächlich eine Spannungsschwankung wäre, dann müsste die da zu sehen sein. Ganz klar. Denn die wird ja nur ein paar Millisekunden vorher gemessen. Und es zeigt sich keine Übereinstimmung. Also, was daraus kommt, ist, dass die Spannungsvariablen zwar auf der einen Seite verdächtige Genossen sind, gleichzeitig aber, und das ist jetzt wieder dritter Hauptsatz des Modells, sozusagen die Kandidaten, die am ehesten die Verschränkungskorrelationen auf sich vereinigen. Warum? Weil man sie mit bloßem Blick nicht von den Kausalen unterscheiden kann. Ich habe bei der WGFP einen Vortrag gehalten, die Schafe verstecken sich an den Ufern der Flüsse. Die Flüsse sind die kausalen Zusammenhänge und die Schafe, also die Verschränkungszusammenhänge, die gehen natürlich dahin, wo man sie am schlechtesten sehen kann. Und das sind natürlich genau die Spannungsvariablen. Aber es sind andere. Das ist jetzt wiederum ein starker Hinweis darauf, dass es nicht an einer Schwankung lag. Und dann habe ich noch eins gemacht. Ich habe mir über diese Experimente, die da so erfolgreich sind, mal wirklich diese Spannungsvariable angeschaut. Und da habe ich jetzt noch einen Faktor, noch 2000 abgezogen. Also hier unten ist die Standardabweichung hier oben eingezeichnet. Die Schwankung, die da auftritt, ist erstens nicht systematisch und liegt absolut mitten im Rauschen. Das kann es nicht sein. Also gibt es keinen Drift. Ja, das sehen wir jetzt gleich nochmal. Hier sieht man das gleiche nochmal. Und hier ist jetzt eine Korrelationsmatrix, die ich gleich erklären würde. Aber hier ist jetzt nochmal für die gefährlichen Variablen, für die schlimmsten, also das war Nummer 1 und 9, glaube ich, nochmal aufgezeichnet. Und man sieht hier, da gibt es keinen Drift. Das ist alles im Bereich des Rauschens. Also da kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass hier ein Drift den Effekt gemacht haben könnte. Also ich habe jetzt praktisch 3 verschiedene Kriterien ausprobiert. Da kann man aber noch dran arbeiten. Also ich würde jetzt da meine Hand noch nicht dafür ins Feuer legen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt kein Artefakt ist. Okay, so, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu unserem ursprünglichen Modell. Wir haben ja gesagt, in der Quantenphysik ist es so, da haben wir eine Quelle, ein organisatorisch geschlossenes System in der Mitte. Das fliegt auseinander und jetzt messe ich am Ende sozusagen eine Korrelation. Die ist in dem Fall sogar 1, wenn ich die gleichen Winkel habe oder Gegenwinkel. Und das ist aber eine Verschränkungskorrelation. So, das setze ich jetzt mal voraus. Jetzt die Idee ist, wenn es in der Psychologie solche Verschränkungskorrelationen geben sollte,
weil in der Physik kann ich ja hier nehmen und da draußen ein Signal machen. Das geht nicht. Wenn ich hier bei A eine Messung mache, dann ist die vollkommen zufällig. Wenn ich sie beim B mache, ist sie auch vollkommen zufällig. Da kann ich kein Signal heraus destillieren. Das ist alles vollkommen random und zwar hundertprozentig. Nur wenn ich die beiden miteinander vergleiche, sehe ich die Korrelation. Okay. In der Psychologie ist es natürlich anders. Wenn ich da einen Fragebogen habe und ich stelle fest, aha, die Extrovertierten machen es besser als die Introvertierten oder sonst was oder egal was es ist, dann kann ich potenziell immer sagen, ich greife mir die Gruppe raus, die die große Korrelationen kriegt und vergleiche die dann mit einer Gruppe, die keine kriegt und dann könnte ich wieder so ein Signal kodieren. Und dann mache ich mir das kaputt. Deswegen kann man mit der Matrix-Methode sozusagen den Tod nicht verhindern. Und da gab es dann jetzt eine Diskussion, da waren also Harald Warlach, Nikolaus von Stillfried und Carolina Kirms waren da mit dabei und da haben wir darüber diskutiert und gesagt, was in der Physik kann man diese Verschränkungskorrelationen so sicher und zuverlässig messen? Was kann man denn nur machen, dass das in der Psychologie auch so geht? Und dann wurden verschiedene Vorschläge gemacht. Es hat hin und vorne nicht hingehauen, weil man immer sagen kann, ja, da können wir potenziell, es reicht potenziell eingreifen zu können. Das ist der Trick in der Quantenphysik. Da kann man immer eingreifen und doch ein Signal hinein eskamotieren und das macht uns die Verschränkung kaputt, wenn das alles stimmt, ja? Okay, und dann habe ich darüber nachgegrübelt und bin letztendlich auf eine Idee gekommen, die eigentlich auf der Hand liegt, aber vorher hatte sie noch niemand. Ich habe mir nämlich gesagt, okay, man hat hier das Subjekt, das wirkt hier auf dieses System ein, wie ich es vorhin gezeigt habe. Da gibt es hier dann diese experimentelle Matrix und hier gibt es die Kontrollmatrix. Naja, und da kann ich immer potenziell das NT-Axiom verletzen. Also kriege ich hier einen Decline-Effekt. Ich kann nichts dagegen machen. Was ist aber, wenn ich genau das verhindere, dadurch, dass ich die psychologischen Variablen gar nicht nehme? Die psychologischen Variablen, die dienen nur dazu, hier in dem organisatorischen System irgendwas zu machen, was ich nicht weiß. Also die erzeugen die Verschränkung. Und damit haben sie ihren Dienst getan und ich kümmere mich nicht weiter um sie. Und jetzt nehme ich nur die physikalischen Variablen. Die sind alle ganz harmlos, denn die machen auch keine Mucken, so wie die psychologischen Variablen, dass sie keine gescheiten Verteilungen machen. Die sind alle meistens auch voneinander unabhängig. Also die physikalischen Variablen sind zahm. Und die nehme ich jetzt und vergleiche sie miteinander. Und zwar mache ich das so, dass ich einfach diese Matrix nehme, nur die physikalischen Variablen betrachte. Und die macht, ich habe einfach gemacht, ich nehme jedes zweite Experiment durch in die eine Kiste. Jetzt sieht man es hier gleich, Moment. Hier. Also, hier, das sind die blauen, die dienen nur dazu, hier in meine physikalischen Variablen was reinzumachen. Versucht das so an. Und tut den ersten in die eine Kiste und den zweiten in die zweite Kiste. So habe ich zwei Set von physikalischen Variablen aus dem gleichen Experiment mit der gleichen Anregung als systemisch gedacht aus diesem organisatorisch geschlossenen System und gucke nach, ob die untereinander korrelieren. Das ist ganz einfach. Und das schauen wir uns jetzt an. Und was sehen wir hier? Das sind die drei, ich habe ja keine anderen Daten, nur von der Anna, wo ich das machen kann. Man sieht hier deutlich den Decline-Effekt. Ja, ich gehe nach hier nochmal. Hier bei dem ersten Experiment ist das D269, dann sinkt es ab auf 224 und schließlich sind es nur noch 198, zwar alles signifikant.
Wenn ich aber jetzt die psychologischen Variablen wegnehme und nur die physikalischen anschaue und die Permutationstechnik verwende, also die einen, die wirklich sozusagen permutiere ich, und das ist ein Programm, was Scholli und Biermann entwickelt haben, dann sehe ich, dass die Korrelation, die zusammenpasst, weit außerhalb von der Verteilung liegt und sogar noch zunimmt bei der Replikation. Also da habe ich gar keinen Decline-Effekt, sondern ich habe sogar noch einen Verstärkungseffekt. Leider habe ich keine anderen Daten. Ich habe das Gleiche nochmal angewendet. Jetzt muss ich aber noch was sagen. Ich bin gleich fertig. Also, hier gibt es keinen Decline-Effekt mehr. Warum? Weil ich ja den physikalischen Variablen nichts ansehen kann. Ich kann die nicht benutzen, um Signal zu kodieren. Die verhalten sich ja vollkommen zufällig. Und ich vergleiche sie mit ihresgleichen. Und dann kommen solche deutlichen Korrelationen raus. Also das finde ich schon überraschend. So, und jetzt habe ich mir gesagt, naja, vielleicht ist ja da irgendwie ein Bösewicht irgendwie was reingeschlichen, irgendein Artefakt. Na, und das kann man aber ganz leicht überprüfen, indem ich jetzt sozusagen diese Experimente miteinander vertausche. Also ich nehme die physikalischen Variablen von dem ersten Experiment und die physikalischen Variablen von dem zweiten Experiment. Und siehe da, da gibt es keine Korrelation mehr, weil die nicht zu diesem organisatorisch geschlossenen System kommen. Und das habe ich für alle drei durchprobiert. Und man sieht ganz deutlich, wenn da ein Artefakt drin wäre, das sind ja die, unter der Nullhypothese sind es ja die gleichen physikalischen Variablen. Die unterscheiden sich durch nichts, da kann man nichts sehen. Aber hier tritt der Effekt nicht auf. Das finde ich schon ein ziemlich starkes Ding. Also, das wären jetzt eine Kontrolle. So, und dann habe ich natürlich meine eigenen Daten genommen. Da ist es auch so, von der Freiburg-Studie, das sieht man auch. Hier, das ist das erste Dings da. Über das zweite, da gehe ich jetzt nicht aus Zeitgründen drauf ein. Das sieht man auch, die Korrelation der physikalischen Variablen untereinander ist extrem signifikant. Die liegt weit außerhalb von der Verteilung. So, und dann habe ich mir noch die Daten von der Carola Kirmse. Die hat nur ein N von 60. Da ist man so hart an der Grenze, weil ja jede Tabelle nur noch 30 Versuchspersonen enthält. Aber auch da, also deren Ergebnisse waren gerade noch so signifikant. Das hat sie dann in ihrer Masterarbeit geschrieben. Also das D ist bei 102. Ist gerade noch so an der Grenze. Und bei der, 64 Versuchspersonen hat sie, und bei dieser Permutationsmethode kam nur noch ein P-Wert von 0,058 raus. Also ist eigentlich nicht mehr signifikant, also für unsere Maßstäbe. Ja. Aber wenn man jetzt diese Methode anwendet, hier, dann sieht es schon wieder besser aus. Also auch hier sieht man, dass die Korrelation von den Daten selber den Effekt zeigen, obwohl das N ja hier nur bei 30 liegt oder bei 32. So, und dann gab es aber noch einen Test, denn sie hat zum Glück vor dem Experiment noch ein Kontrollexperiment gemacht mit den gleichen Daten. Und das habe ich auch überprüft, da ist überhaupt kein Effekt zu sehen. So, jetzt bin ich fertig. Wenn man alles zusammennimmt, dann ergibt sich folgendes Bild. Hier sind alle Experimente, die ich zur Verfügung habe, und diese violetten Daten, das sind jetzt diese Korrelationswerte, und da sieht man zwei Dinge. Also die sind alle signifikant, bis auf unsere letzten beiden mit n gleich 20 und 15. Naja, da kann man nichts erwarten. Aber die anderen sind alle signifikant, mit Ausnahme von zwei Experimenten. Bei dem einen weiß ich, was es ist. Das ist das hier. Das ist diese hier, Luca Duo 2006. Da ist der Effekt nicht da. Aber er kann auch nicht da sein. Warum? Das ist ja gar kein Zufallsgenerator. Das ist ja ein festgelegter physikalischer Prozess. Und der korreliert natürlich nicht mit sich selbst. Da gibt es keine Korrelation. Deswegen sieht man hier den Effekt nicht. Und dann, was mich ein bisschen überrascht hat, das ist bei dem Utrecht-Experiment. Das ist auch nicht signifikant, also höchstens eine vage Tendenz. Das ist das mit 0,156. Da weiß ich nicht genau, woran das liegt. Das muss ich noch weiter untersuchen. Ich vermute sehr stark, dass diese Login-Technik
dem Ganzen ein so starkes Signal aufgeprägt hat, dass sozusagen die Verschränkung da hops gegangen ist oder dass man sie nicht sieht. Also es ist jetzt so eine Ad-Hoc-These, das müsste man noch weiter untersuchen, aber insgesamt sieht die Sache ganz gut aus. Ja, und jetzt will ich den Dean Radin zitieren. Ich habe es auf Deutsch übersetzt. Wenn der Ansatz der verallgemeinerten Quantentheorie für Psi richtig ist, von Lukacs et al., dann wird die Arbeit von wird die Art von robuster Replikation, die wir gerne sehen würden, natürlich unmöglich oder zumindest langfristig nicht haltbar sein, insbesondere bei Protokollen, die durch Vorregistrierung stark eingeschränkt sind. Da Psi-Talente jedoch offenbar die von der verallgemeinerten Quantentheorie vorgeschlagenen Einschränkungen überwinden können, gibt es meiner Meinung nach gute Gründe zu glauben, dass es zu früh ist, alle Hoffnungen fahren zu lassen. Ja, also wir müssen unsere Hoffnungen nicht fahren lassen, aber wir müssen eine andere Auswertungstechnik verwenden. Und das ist jetzt meine letzte Folie. Wir können durch diese Matrix-Methode erstens mal feststellen, ob es Korrelationen zwischen psychologischen, also zwischen den psychologischen Bedingungen und dem Zufallsprozess gibt. Mehr gesehen, das kann man relativ leicht feststellen. Die werden aber nicht bleiben. Man kann aber feststellen, ob dabei kausale Prozesse eine Rolle spielen. Man muss also nicht mehr so ängstlich sein wegen möglicher Artefakte. Warum? Weil diese Artefakte ja möglicherweise hilfreich sind und ich kann sie aber anschließend auseinanderdividieren, weil ja die Verschränkungskorrelationen springen. Drittens, das habe ich jetzt hier nicht diskutiert, ich kann mir übrigens auch noch die nachfolgenden Kontrollen anschauen, ob da der Effekt auch noch da ist. Das wäre so etwas wie ein Dekohärenzeffekt. Das habe ich jetzt weggelassen, aber da steht alles in einem Paper drin, was man bei mir bekommen kann. Aber letztendlich kann ich tatsächlich Verschränkungskorrelationen direkt messen und es gibt keinen Grund, warum die verschwinden sollten. Warum? Weil ich hier das NT-Axiom nicht mehr verletzen kann. So, und damit höre ich auf und komme zum Schluss. Naja, wo befindet sich der Heilige Gral? Weder bei den kausalen Prozessen der Physik noch bei den psychischen Prozessen wie Kausalität, ist ja ein psychischer Prozess, auch nicht im Entanglement selbst, sondern wenn die drei zusammenkommen, dann da drinnen in der normalen Welt, die uns alle umgibt, in der spielen die Verschränkungsprozesse, die mentalen Prozesse, die physikalischen Prozesse immer zusammen und da ist der Heilige Gral. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.